Piers Brosnans Söhne, in Begleitung auf dem roten Teppich. Zur Premiere des Amazon Originals Cinderella hat Schauspieler Piers Brosnan, 68, seine Söhne Dylan, 24, und Paris, 20, mitgenommen. Die beiden Jungs kamen nicht alleine. Auf dem Foto, das Brosnan auf Instagram teilte, halten die zwei ihre Freundinnen im Arm und strahlen auf dem roten Teppich um die Wette. Stolz auf seine Söhne. Der James-Bond-Darsteller hat guten Grund, stolz auf seine Söhne zu sein. Bei einem Gespräch mit der Zeitschrift Bunte schwärmte er davon, wie toll seine Jungs seien. Und das nicht nur optisch, zum Glück sind sie auch ziemlich schlau, teilte er in dem Interview augenzwinkernd mit. Vor 2 Jahren sind die jungen Herren sogar Botschafter der Golden Globes geworden. Sie sollten eine wohltätige Organisation auswählen, auf die während der Veranstaltung aufmerksam gemacht werden sollte. Neben der Charity-Aktion durften sie auch bei der Übergabe der Preise mithelfen. Auf dem roten Teppich zu stehen, ist für die Brüder also nichts Neues. Dort bewiesen sie schon häufiger, dass sie optisch mit ihrem Vater mithalten können. Doch bei der Cinderella-Premiere gab es einen neuen Hingucker, alle Augen waren auf Alex und Avery, die Freundinnen des Brüderpaares, gerichtet. Familie steht an erster Stelle. Für Piers Brosnan ist seine Familie das Allerwichtigste. Mit seiner Frau Kili ist er glücklich verheiratet, das zeigt das Paar auch der Öffentlichkeit. Es lebt seit Jahrzehnten eine skandalfreie Hollywood-Beziehung. Vor kurzem konnten die beiden sogar ihren 20. Hochzeitstag feiern. Dass ihre Eltern ihnen ein Vorbild in Sachen Liebe sind, haben Dylan und Paris schon häufiger erwähnt, die Partnerinnen der beiden können sich also glücklich schätzen.